Ja, hallo Freunde und ganz, ganz herzlich willkommen zurück mal wieder bei einem kleinen WoW-Video. Und heute geht es um den Mechamogul MK2, das Ingenieur-Mount, was immer noch relativ wertvoll ist. Und zwar geht es darum, speziell, wie man dieses einfach solo farmen kann. Denn das ist, glaube ich, das Kernproblem an dem Teil. Ich will mal ganz kurz, bevor ich dazu komme, allgemein was zum Mechamogul sagen. Es ist ein Ingenieurs-Mount. Und zwar ist das dieses hier, ja, ist aktuell bei uns auf dem Server 57k wert. Was es bei euch wert ist, müsst ihr gucken. Im Durchschnitt geht eins weg pro Tag, aber wie gesagt, da müsst ihr einfach gucken, was auf eurem Server der Standard ist. So, wir brauchen dafür verschiedene Mats. Wir gehen mal ganz kurz durch, sage ich nur kurz was dazu. Platin und Sturmsilbererz sind irrelevant, die könnt ihr im AH kaufen oder farmen. Ich glaube, das ist das geringste Problem. Expulsum, wenn ihr es nicht auf Lager habt, einfach grüne Items im Auktionshaus kaufen zum günstigen Preis und in der Schmiede hier hinten reinhauen, dann kriegt ihr Expulsum raus. Und dann brauchen wir noch 5 weitere Mats. So. Den kaum stabilen Azerit-Reaktor, den kauft ihr euch in der Instanz, wo wir gleich reingehen. Und die Aktivierungsfernbedienung, die droppt der Endboss. Allerdings nur dann, wenn ihr eine Ingenieurskunstfertigkeit von 225 habt plus diesen Trank. Ja, also 250 quasi braucht ihr. Dann droppt der Dist halt zu 100%. Achtung, mythische Schwierigkeitsgrad. Das heißt, ihr habt also ID drauf, ihr könnt nur einen pro Woche herstellen, das ist Maximum. So, aber das soll ja auch gar nicht das große Problem sein. Das eigentliche Problem sind diese drei Materialien oder, um es genau zu nehmen, nur dieses Material. Die müsst ihr farmen und das ist so ein bisschen das Ärgerliche, denn die droppen ausschließlich bei den Mechs in dem Dungeon. So, im Riesenflöz. Das heißt, ihr müsst dort rein, die Dinger töten und dann looten und dann nochmal abbauen als Ingenieur. Um das dann zu droppen, braucht ihr eine Ingenieurskunstfertigkeit von 225. 150 ist Maximum plus die Brille vom Ingi. So, das wäre erstmal der allgemeine Standard. Also wir gehen davon aus, ihr habt die Brille, ihr habt es also quasi genauso wie ich hier vom Skill-Level, dann droppen diese Dinge. Der Witz ist nun aber folgender, obwohl ihr hier drei braucht, sind diese beiden hier völlig egal, denn die Drop-Chancen sind unterschiedlich und das hier hat die niedrigste. Mit anderen Worten, wenn ihr davon hier 20 habt, habt ihr von den anderen mehr als genug. Ihr seht, ich habe unglaublich viel davon, und deswegen könnt ihr diese beiden Mats im Grunde genommen auch mal außen vor lassen. Die sind völlig egal, die habt ihr so oder so dann fertig. Also dreht sich letztlich nur um diese hier. So, wie farmen wir die? Ich zeige euch jetzt, wie ich die solo farme. Ich denke, das ist die einfachste, schnellste und simpelste Methode, die es gibt. Und zwar, wir gehen mal nach Suldazar und gehen mal in das Dungeon rein. Ich zeige euch das einfach mal. Es ist relativ simpel. Vielleicht mal zu meinem Charakter hier. Müsst mal gucken, ob ihr das auch mit eurem dann schafft. Ich habe jetzt kein hohes Item-Level, weil ich nicht raide und auch sonst nichts groß mache in WoW aktuell. Ich habe jetzt 378er Item-Level, durch die Brille ein bisschen niedriger. Also normalerweise hätte ich 379. Bin jetzt hier auf Tank-Mönch geskillt, ganz normal. Ich habe mich entschieden, hier Maximum auf Self-Heal zu gehen. Werdet ihr gleich sehen, warum. Und wir gehen einfach mal rein. So, bevor ihr reingeht, wichtig, mythisch stellen und ihr erstellt euch einfach eine Gruppe. Ich nenne die jetzt mal hier K. So, zack. Einfach nur eine Gruppe erstellen. Werdet gleich sehen, warum. Denn, wir nehmen es auch mal an, ihr habt schon eure ID durch. Also, sagen wir, es ist Mittwoch, ihr wart schon drin, habt euch quasi beim Endboss diese Fernbedienung da geholt. Dann habt ihr ja ID. Nun ist folgendes, wenn ihr jetzt solo reingeht in das Dungeon, ohne dass ihr diesen eine Gruppe erstellen Trick macht, dann spawnt ihr im Dungeon, ich zeige es euch mal ganz kurz, ich gehe es mal rein, dann spawnt ihr nicht wie ich am Anfang, ne, hier, sondern ihr spawnt, ihr spawnt hier, bei der Rixa-Fluxflamme. Hier oben sind auch Meshs. Das Problem bei diesen Meshs ist, dass die extrem stark sind. Die hauen richtig, richtig rein. Ihr könnt natürlich auch farmen, da gibt es auch diverse Videos zu bei YouTube, aber das ist sehr, sehr unangenehm, weil die einfach viel zu stark sind. Wenn ihr natürlich overgeared seid, dann ist es was anderes, ne? So, egal. Auf jeden Fall, das würde ich nicht empfehlen. Ich würde daher empfehlen, macht euch einfach eine Gruppe auf, eine eigene, und geht ins Dungeon rein. Dann spawnt ihr einfach hier am Anfang. So, und nun zeige ich euch mal, was wir hier Tolles machen können. Ich stelle hier meine Statue hin. Wie gesagt, das ist immer charakterspezifisch. Ich spawn mir beide Gruppen zusammen. Also die, die hier rechts steht, und die da. Ups, habe ich mich auch noch verklickt hier. Und dann killen wir die einfach mal ganz kurz. Einfach nur umhauen. Und da hinten geht schon der Mech-Jockey in seinen Mech rein. Er kommt dann gleich angelaufen. Das ist unser Main-Target.
Man wird gleich sehen, warum ich mir speziell diese Gruppe hier aussuche. Dieser Mech ist nämlich wesentlich angenehmer, weil er ständig das Schild macht, weil er ständig quasi AFK ist. Er macht so eine Void unterm Boden. Dann müsst ihr raus, seht ihr hier, zack, einfach rausgehen. Und währenddessen greift er nicht an. Der macht keinen Damage, der spawnt keine Minen, der fuckt in keinster Weise irgendwie ab. Ihr habt halt nur halt ein bisschen Trash hier mit dabei, aber das ist im Grunde genommen kein Problem, wenn ihr genug Selfie habt. Ne? Da müsst ihr halt drauf gucken. Aber das ist an sich dann nicht das Thema. Also Energieschild immer hinter ihn laufen, seht ihr ja, kein Thema. Oh la 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 la. Kommt auch gut Schaden rein hier, aber wie gesagt, da müsst ihr mal probieren. Das ist auf jeden Fall immer noch angenehmer als der Kram da oben, diese anderen Meshs. So, Trash ist jetzt down. Das Vieh ist bei 50%. So. Ich kill ihn mal noch ganz fix. Ich spule es ja nicht irgendwie vor. Ihr könnt ja, wenn ihr jetzt den Kill hier jetzt nicht groß angucken wollt, mal dahin spulen, wenn das Vieh tot ist. Könnt ihr ja bei YouTube einfach machen. Ich kill ihn erstmal ganz normal einfach. La 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 la. Ihr seht, da kommt jetzt nicht allzu viel Schaden rein. Man muss noch dazu sagen, dass gerade der Tankmönch sicherlich nicht die beste Wahl ist, weil der Tankmönch natürlich mit der Staffelung arbeitet. Und die Staffelung bringt dir halt überhaupt nichts, wenn du keinen externen Heiler hast. So, das ist halt so ein bisschen das Problem beim Tankmönch. Also mit anderen Tanks geht das wesentlich einfacher, habe ich mir jedenfalls sagen lassen. Ich kann es jetzt nicht zu 100% sagen, weil ich keinen anderen Tank habe, aber egal. So, jetzt kommt hier oben nochmal so ein kleiner Mech-Jockey raus. Der kann aber auch nichts, der schmeißt so eine Mine, könnt ihr kicken oder stunnen oder einfach aus der Void rauslaufen, auch kein Thema, einfach auch töten. Hier, könnt auch einfach rauslaufen, also der macht keinen Schaden. So, jetzt looten wir den Kram, gucken ob wir Glück haben. Kein Glück gehabt, okay. Das ist halt, die Drop-Chance ist bei den Mechs komplett egal. Also die ist überall gleich hoch. So, jetzt haben wir diese Gruppe also gekillt. Was ich jetzt mache ist, ich habe mich mal ganz kurz hoch. Dann zeige ich euch den eigentlichen Clou an der Sache. La, 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 la. So, einmal, zweimal. Einfach rausgehen. So, dann resettet ihr das Dungeon. Und geht wieder rein. So, und dann könnt ihr diesen ganzen Vorgang einfach wiederholen, weil ihr seht, hier ist alles respawned. Auch hinten der Mesh ist wieder da. Das könnt ihr also einfach nochmal machen. Ja, das könnt ihr 10 Mal pro Stunde machen. Also es dauert immer eine Stunde, bis sich ein Run sozusagen resettet hat. Also ihr braucht auch nicht hetzen. Wenn ihr sagt, oh, das ist aber zu schwer, diese beiden Gruppen zusammen, dann pullt ihr einzeln, killt ihr erst die und dann die da hinten. Das geht genauso. Dauert halt ein bisschen länger. Ist aber im Prinzip auch egal, weil wie gesagt, ihr habt einen Cooldown von einer Stunde für die 10 Dungeons. Insofern könnt ihr das 10 Mal machen pro Stunde. Und dadurch könnt ihr sehr, sehr einfach und relativ schnell die Materialien farmen. Ne? Wie gesagt, die Drop-Chance ist relativ niedrig leider. Das gilt aber für alle Meshs. Insofern habt ihr da keinen Nachteil. Und ja. Wie gesagt, ich habe jetzt hier ein paar Runs gemacht, habe jetzt insgesamt schon wieder 9 von diesen Elektroreservemotoren. Also ich sag mal, ihr kriegt da pro Stunde, ich würde mal sagen, 2. Es kommt, es ist wirklich Glückssache, aber 2 pro Stunde kriegt ihr da auf jeden Fall raus. Insofern könnt ihr, ihr müsst ja eh nicht hetzen, ne? Ihr könnt sowieso nur einen pro Woche herstellen von diesen Mecha-Moguls. Mehr geht einfach nicht, weil ihr nur einmal pro Woche das Item bekommt vom Endboss. Insofern müsst ihr wirklich nicht hetzen, könnt ihr entspannt nebenbei ein bisschen farmen, beim Serie gucken oder so. Und ich denke, das ist eine angenehme Geschichte für euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen und lasst mal einen Kommentar da. Ich würde sagen, viel Spaß damit und bis zum nächsten Mal. Ciao.